So, hallo, hier sind eure Top Guys, Daniel und Jochen. Servus. Servus, heute mit einem köstlichen Averna, einem Averna. sizilianischen Kräuterlikör. Prost, mein Bester. Prost. Lass dir schmecken. Deutlich milder wie der Ramazzotti, muss man wirklich sagen. Lecker, fein. Gute Und Sache, ja. heute wieder mit einem kleinen Unboxing von AliExpress ist das, oder? Ja, China-Schrott. Weißt du noch, was du da bestellt hast? Nicht genau, da nur Capacitor oder Resistors draufsteht. Wissen Sie Ja, es wohl selber nicht. wissen Sie es uns selber nicht, aber es war jetzt für 90 Cent. Ja, 90 Cent. Vielleicht sind es Transistoren. Transistoren. Es könnte sein. Ja, Sollen wir mal reingucken? dann schneid es mal auf, So, ja. ich schnibbel das mal auf. Dazu sind wir natürlich top vorbereitet. Und ich habe hier mal daneben das hier. Oder kann ich das Einen guten aufreißen? alten Teppichschneider. Ich bin so froh Ja. und schneide hier mal entlang. Und dann schauen wir mal, ob wir das aufkriegen. Ich glaube, es geht auf. Ja, Ja. sieht gut aus. So, Da was haben ist wir nicht da? viel drin. Eine Tüte mit Ach, das sind kleinen Schalterchen. Schalterchen. Push-Buttons. Aha. Push-Buttons. Können wir mal Cluster. vielleicht ein, zwei rausholen und zeigen. Ja. Ich packe die mal einfach hier aus. Ja, du musst das oben noch. Ja, das ist eigentlich Ja, recht cool gemacht. Für eigentlich. China-Päckchen hätte ich nicht gedacht. Ja, Ne? schöner Kann Punkt. man wieder verschließen. Kann man nicht meckern. Ja, 50 so. Stück für 1 Euro, nicht mal 1 Euro. Da kann man echt nicht meckern. Jetzt holen wir mal Ja, vielleicht noch ein kleines Breadboard dazu. doch. Mal größer Ja, zeigen. vielleicht. Ja. Vielleicht, wenn man sich hier so eine Lochrasterplatine Mal, anguckt. guck mal hier, ja, das Ja, ist. sehr schön. Hat einen guten Druckpunkt. Also, man muss nur Ja, hoffen, dass sie klappt schön, ja. natürlich. Und auch immer zum Löten ganz praktisch. Oh, und dieses richtige Loch erst einmal, darf ich mal. Das müssen wir jetzt testen, aber im Notfall sind sie sehr gut verbiegbar. Dann kann man das sehr gut da einstellen. Ja, doch, man kriegt sie rein. Dann mal gucken. Die Sehr gut, ja. bleiben da schon von alleine drin. Ja, das ist ideal. Genau das Und wollte auch ich. easy zum Anlöten dann. Ja, Perfekt. kann man immer gebrauchen, sowas. Ja, feine Sache. Okay. Feine Sache. Ja. Cool. So, dann kommen wir zum nächsten. Das nächste. Dann, was haben wir noch? Ein Paket von Amazon, das habe ich bestellt. Ich weiß aber auch nicht mehr, was es ist. Ich glaube, es hatte was mit einem. Es könnte ein Raspberry sein oder was Zugehöriges. Und schauen wir. Aha, das sind zwei kleine USB-Wi-Fi-Dongles. Ah, ja. Ja, ich glaube, da hat eins um die 6,50 € gekostet. Und da wollen wir mal schauen. Ist ja wunderbar, wie die da Oh, sogar eine mit 3 dB. Wi-Fi-Antenne in diese Baugröße reinbekommen. Ja, Treiber-CD werden wir hoffentlich nicht brauchen. Ja. Was steht hier noch drauf? Treiber-Driver auf Tinksy.eu kann man sich downloaden. Ja, vielleicht haben die da doch Probleme mit den Treibern. Möglicherweise, ja. Highspeed USB 2.0. Super. Das ist wunderbar. Und ja, habe ich mir jetzt eigentlich geholt fürs Raspberry Pi 3, aber da ist ja der WLAN schon WLAN-Chip mit schon dabei. drauf, also Ja, aber kann man immer gebrauchen, immer immerhin. praktischer. Vor allem auch, wenn man mal einen älteren Pi aufrüsten will. Kein Problem mit Ja, sowas hier. richtig. Super. Super. Das war's. Dann verabschieden wir uns. Servus. Tschüss, macht's gut. Servus.